da sind wir wieder hier in Russian Fishing 4. Heute wieder mit dem Lütten unterwegs und heute nochmal kurz am Belaya, weil... schönes Ding, fast 1,6 Kilo, bäm, dicke fette Esche. Es lückt gerade mal wieder unnormal gut. Auf dem Aikila 006, also das lilane Dingen, lübt gerade richtig gut. Ich brauche ein bisschen Kohle. Und deswegen geht es erstmal kurz zum Belaya. Und danach gönnen wir uns eine richtig schön dicke, fette Stippe. Also ihr Lieben, legen wir los. Das Wichtigste und das Geilste, was man halt machen kann, wenn man Bock hat auf Spinning, ist am Belaya die Forellen und die Eschen zu spinnen mit den leichten Ködern. Das werde ich jetzt gleich erstmal hier ausgiebig machen. Es kommen immer wieder die Fragen, wie und was für ein Setup und was nicht alles. Normalerweise müsste man ja denken, Alter, das sollte ja doch mittlerweile alles klar sein. Aber es gibt immer wieder Leute, die sagen, Alter, Belaya, der gönnt mir einfach nicht. Belaya ist so ein Schmutz, da geht nichts. Nichts. Ich fange da einfach gar nichts. Ausprobieren, Leute. Das Wichtigste sind erstmal die richtige Route, die richtigen Köder und dann lübt das. Und jetzt habe ich hier zum Beispiel gerade zweimal rausgeworfen, ohne dass da was gebissen hat. Und schon ändere ich einfach mal ein bisschen die Position. Zweimal kein Ergebnis, also woanders hinrennen, zack, auswerfen und gib ihm. Zu den Basics hatte ich ja auch schon mal ein Video gemacht. Gucken wir mal eben kurz, welche Videonummer das ist. Genau, das ist das Tutorial, also in dem Anfängerguide, das Tutorial Nummer 5, beste Spinning-Route Belaya, New 2020, also aktuell, denn es gibt schon mal ein ähnliches Video mit Spinning am Belaya, allerdings hatte man da damals noch die Möglichkeit, die alte UdSSR-Rolle günstig zu reparieren. Das ist ja mittlerweile vorbei. Und deswegen muss man da jetzt natürlich einen Ausweich oder eine Ausweichmöglichkeit finden. Und da ist das beste Setup dieses, jenes, welches hier die Siberia Linea S68ML. Ja, es gibt auch noch andere. Allerdings für den Preis von unter 1000 Silber hat man hier eine fantastische Route mit einem Wurfgewicht ab 3 Gramm. Super wichtig. Und ja gut, bis 15 Gramm ist auch wirklich nett, ist auch wirklich angenehm. Dazu eine schöne Dragon 30S, also 6 Kilo Bremskraft, 7 Kilo hier auf der Route. Dementsprechend das Setup einfach zusammengebaut, ungefähr um die 6 Kilo schwer. Und dann lübt das hier schon echt entspannt. Dann kann man hier schön Gas geben. Ja, gestern im Stream hier ordentlich was rausgezogen. Ich war sehr angetan. Im Moment, ich bin jetzt gerade hier direkt eingeloggt und sofort hier hinmarschiert. Im Moment läuft es gerade gar nicht so gut. Was macht man? Man schnappt sich einfach einen anderen Spinner und testet eine andere Farbe. Absolut zu empfehlen für alle, die frisch sind am Belaya, diese gesamte Serie. Kauft sie am besten nicht am Belaya, da ist sie in der Regel zum Teil ausverkauft. Einfach mal hier die gesamte Serie Dragonfly Bell 2 von 001 bis 007 allesamt einmal durchkaufen. Dann einen vernünftigen Puschelhaken da unten dran machen. Es müssen nicht die teuersten sein. Hauptsache erstmal ein Olla Puschelhaken ist da dran. Und dann ist das schon gut.
Das auch als Empfehlung, wirklich als Starter-Spinner, weil die eben auch nur ein Apple und ein Ei kosten, also wirklich recht günstig sind. Ich meine, so um die 6 Silber das Ding, da ist der Haken sogar noch teurer als der Spinner selbst. Und dann mit den Dingern erstmal versuchen, alle 7 Stück durchzuspinnen. Alle 7 Stück heißt, an einem Spot könnte man eben mit allen 7 2, 3 Mal auswerfen. Und wenn man dann an dieser Stelle nichts fängt, einfach den Spot wechseln. Das würde es sinnvoll, oder das wäre sinnvoll, um den Spot richtig zu testen. Hier hatte ich jetzt den ersten, schon kein Biss. Man kann auch einfach einmal nur auswerfen, durchballern und gucken. Normalerweise müsste halt sofort, zack, da kommt der Biss, beim Spinning ein Biss kommen. Der Vorteil an diesen Ködern ist, sie sind relativ schwer, bedeutet, man kommt sehr schön weit raus. Ihr könnt viel weiter rauswerfen und könnt viel länger das Spinning durchziehen. Das ist halt der Vorteil hier dran. Wenn ihr nicht so weit rauskommt, kann das auch daran liegen, dass ihr zum Beispiel nicht geskillt seid auf Stationärrolle und auf Spinningroute. Denn auch da habt ihr Wurfweite plus 35% voll durchgeskillt und hier nochmal plus 25%. Das heißt, man kommt mit einem komplett geskillten natürlich viel weiter raus und kann viel besser hier was fangen. Jetzt mit Skillung bis weit hinter dem Stein vom Auswurf her, also richtig gut. Und das macht tatsächlich den Unterschied. Also da merkt man schon einen großen Unterschied bei der Fängigkeit, auch wenn man hier mal die anderen Köder verwendet, wie zum Beispiel einen Terminator. Zack, der rote hat auch ganz gut funktioniert. Ihr seht, das Ding fliegt sehr weit raus, liegt jetzt hier im Wasser, knapp hinterm Stein. Terminator immer so ein bisschen treiben lassen. Einfach mit der Zeit ein bisschen mitgehen lassen und dann langsam reingehen in das Twitchen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt zum Belaya, zum Angeln, kommt einfach in den Livestream am besten. Dann können wir da nochmal schön alles Stück für Stück durchgehen. Letzten Endes, wenn ihr euch dieses Setup hier holt, wenn ihr euch das gönnt, das schafft man, wenn man nicht zu viel Alkohol und Brot und Schnickschnack irgendwie gekauft hat. Also sparsam umgehen am Anfang. Bis Level 12 sollte man locker die Kohle zusammen haben. Oder 13 oder 14 aller spätestens. Und dann Gas geben. Schnappt euch diese Route, schnappt euch eine Handvoll Spinner. Und dann hier an dem Gewässer richtig satt Kohle machen. Die meiste Kohle, das meiste Silber, was ich bisher verdient habe, habe ich an diesem Gewässer gemacht. Und auch die ganzen Angelfreaks hier aus dem Ingame-Chat, immer wieder die Rückmeldung, Alter, ich muss mal eben zum Belaya, ich brauche mal eben 200 Silber. Zack, zack, zack. Dann geht man da hin, zieht da ordentlich was raus, macht im Idealfall noch ein, zwei Kaffeeaufträge und kommt gut mal eben auf 200 Silber. Das ist einfach drin. Und wenn es auch mal nur 150 sind, aber das ist im Verhältnis zu den ganzen anderen Gewässern, ist das tatsächlich mit Abstand die leichteste Methode, hier Kohle zu machen. Selbst das Brassenkloppen an der alten Festung zum Beispiel hat es schwierig, weil es eben hervorragend in der Nacht funktioniert und tagsüber eben nicht ganz so gut. So, genug zum Belaya, genug Gequassel über den Belaya. Schaut euch das andere Video an, wie gesagt, in dem Tutorial Video Nummer 5. Genau, da geht es nochmal komplett um Belaya. Da einfach nochmal reinschauen, wenn ihr Fragen dazu habt. Und ansonsten Gas geben, rausziehen. Ich ziehe jetzt hier noch ein bisschen was raus. Und wenn ich genug Kohle gemacht habe, gönne ich mir gleich am Volcho eine neue, dicke, fette Stippe. Ich werde
länger sparen und dafür dickere Stippen mir gönnen, damit ich auch mit den dicken, fetten Stippen mir ja an der Festung zum Beispiel vielleicht auch mal den einen oder anderen Amour überlebe. Da muss ich auf jeden Fall ein bisschen was haben, was auf ja, weit über 10 Kilo Tragkraft hat. Petri, soweit. Ich ziehe jetzt ein bisschen was raus und dann sehen wir uns gleich wieder beim Shoppen und beim Geld ausgeben. So, genug geangelt am Belaya. Gehen wir jetzt erstmal ein bisschen shoppen. Ich brauche jetzt dringend eine neue Stippe. Und bei den ganzen Stippen hatten wir ja gesagt, ja, wir investieren, wenn dann richtig. Ich habe jetzt, ja, knapp 1800 Silber. Und ich denke, die werden wir auch nahezu komplett auf den Kopf hauen. Stipprouten. Ja, und dann gibt es natürlich wieder die große Frage, was lohnt sich denn so richtig? Was nimmt man für eine Stippe? Wie viel sollte das Ding jetzt tragen? Ich hatte ja das Glück, genau zum Weihnachtsmarkt hin das mit dem Stippen hier anzufangen und mich dahin dann entschieden zu haben. Das heißt, ich konnte am Weihnachtsmarkt gerade noch die Stippen holen, die in dem 5-Kilo-Bereich waren. Und wirklich viel tragen dafür, also wirklich eine ganz gute Qualität sind. Der nächste Schritt wäre jetzt für mich, dass man in den Bereich von über 10 Kilo kommt. Das wäre schon interessant. Und da könnt ihr jetzt natürlich echt überlegen, nehme ich jetzt hier zweimal vielleicht sogar schon so eine Model One? Das wäre eine Option. Man kann natürlich auch bei den Sets einfach gucken. Posen-Set Pro. Was haben wir da drauf? Da sind wir knapp unter 10 Kilo. Kann man mit Sicherheit auch gut nehmen. Hat ein wahnsinnig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. 6,99. Wenn man hier in die Stippen direkt reingeht. Auf die T700. Suchen wir die mal eben raus. Model 2 T700 kostet schon 700 ohne Set, 708. Also das gesamte Set mit dieser Route wäre im Set halt schon mal günstiger. Aber auch da wieder unter 10 Kilo und das natzt mich ja dann doch ein bisschen. Also ich liebäugel gerade mit diesem Gerät, Siberia Model 1. Oder ich gehe dann direkt nochmal eine Stufe weiter. Wobei, warte mal, ich habe mir das Teil noch gar nicht angeguckt. Onega Rods, wobei das wären dann auch 12 Kilo. 12 Kilo. Oder Ette hier. Und ich muss sagen, ich bin mir noch gar nicht so sicher. Ja doch, sag mal 6 Meter, wenn ich schlecht. Ich glaube 8 Meter ist mir schon fast ein bisschen zu lang. 6 Meter wäre, glaube ich, ganz interessant. 1787,55 Ocken. Ist das the way to go? 14 Kilo Tragfähigkeit. Wenn da mal so ein 10 Kilo Amour reingeht, ist das wahrscheinlich schon hart am Limit. Aber vielleicht noch, vielleicht könnte man ihn noch so gerade packen, ey. Ich meine, der nächste Schritt sind dann, also hier gibt es schon wieder so richtig geile Dinger auch, ne? 18 Kilo, guck mal, der liegt hier bei 3000. 18 Kilo mit Plus auf die Posenfähigkeit. Wobei, das ist vielleicht nicht so ganz wichtig. Wichtiger sind dann Plus auf die Montagearten. 10 Kilo, 10 Kilo. Aber diese Geschichten hier und hier die Ultralights, leck mich fett alle. Aber das sind auch natürlich auch wieder Summen hier, unnormal. Das geilste Gerät dann natürlich auch hier mit fürs Karpfenangeln, die Blade Inferno, dass man damit natürlich hier mit 25 Kilo Tragfähigkeit auch die dicken, fetten Brocken rausziehen kann. Tja, die große Frage und ich glaube, ich werde da nochmal kurz in mich gehen und dann kommt es zur Entscheidung. Also Leute, ich habe lang, wirklich lang
jetzt hier noch rumhantiert und habe mir gedacht, ja, verdorch noch mal. Und ich habe noch mal Kohle hier rangescheffelt. Ich habe noch ein paar Hechte rausgekloppt hier am Volcho. Und wisst ihr was? Ich denke, es macht am meisten Sinn, doch noch mal das schwerere Gerät zu nehmen. Ich könnte mir jetzt die Model One holen mit 11 Kilo. Aber ich glaube, ich hole mir tatsächlich dieses Gerät mit 14 Kilo. Nicht die längste, 6 Meter lang. Nicht die mit 8 Meter. Irgendwie habe ich es gerade noch so halb in der Erinnerung, dass es Schwierigkeiten geben kann mit so einer ganz langen am Ladoga, wenn man zum Beispiel im Boot sitzt, wenn man die dann einholt, dass man da irgendwie den Fisch nicht irgendwie rausziehen kann oder sowas. Oder liegt das am Vorfach, wie auch immer. Auf jeden Fall ist das ein bisschen zu lang. 8 Meter habe ich auch irgendwie gar nicht so Bock drauf. Ich habe eine 8 Meter Bollo auf dem Main. Das ist sehr behäbig. Und bis wenn man da den Anschlag setzen will, bei den etwas kleineren Fischen, denke ich mir, wird das vielleicht ein bisschen zu lang dauern auch. Deswegen ist es dieses Gerät. Auch ich sehe gerade, ich hätte sogar ziemlich exakt die Kohle für die untere. Aber nee, es wird dieses Gerät, wo ich auch noch mitgehadert habe. Und das wird sich dann demnächst entscheiden. Das heißt, ich kaufe das Teil jetzt hier auf eigene Faust, auf eigenen Nacken. Ohne große Rücksprache zu halten mit den ganzen Stippen-Mains. das Ding ist medium, robust und schnell von der Aktion. Was das genau bedeutet, werde ich jetzt selbst erfahren. Werde ich meine Erfahrung mitmachen. Ich habe ja noch 2 von diesen 3 Slots frei. Das heißt, wenn mir das alles zu schwammig ist oder sowas, dann werde ich mir vielleicht doch noch irgendwie eine andere Route zulegen, die da so ein bisschen straffer ist. Das war eben auch der Punkt bei dieser Route hier. Die ist halt mittel von der Aktion und hart von der Robustheit. Größeres Wurfgewicht, mehr Tragkraft aber auch, oder vom Wurfgewicht auch noch höher. Aber insgesamt halt dann eben auch nur 11 Kilo. Das heißt, für mich ziehe ich jetzt so immer so 3-4 Kilo erstmal ab, was ich dann so an Fischen da rausziehen kann. Weil ich halt auch noch nicht so die Erfahrung mit den Stippen habe. Ne? Das heißt, ich gönne mir jetzt dieses Gerät. Zack. Kratsching. Es ist vollbracht. 14 Kilo Tragfähigkeit. Gucken wir nochmal schnell nach einer Angelschnur. Eigentlich reicht ja jetzt hier so eine kleine, ne? Angelschnur Fluoro. Fluorocarbon in hochwertig. Hier 12,7er Fluorocarbon. Könnte ich eigentlich noch ein bisschen höher gehen? 12,7 fände ich jetzt ein bisschen verschwendete Kilo. Ne, da sollte es dann doch schon ein bisschen mehr sein. Hier sind 30 Meter drauf. 23, das passt dann aber auch nicht. Kilo, 13,8. Kann ich 13,8er Fluoro nehmen? Auf einer 14 Kilo? Oder macht das dann Pitch? Normal macht das nicht Pitch, aber was ist, wenn? Was ist, wenn der Blank auf einmal so ein bisschen durch ist? Dann verliere ich ja Tragfähigkeit. Wobei die Schnur verschleißt die Schnur. Ne, die Schnur verschleißt ja eigentlich nicht so wirklich, ne? Fragen über Fragen.
Und tja, ich denke, wir werden schön auf die Fresse kriegen irgendwann hier. Also ich werde hier schön auf die Fresse kriegen. Lasst euch aber gerne daran teilhaben, wann ich denn oder was ich denn falsch gemacht habe. Mal gucken, 10 Kilo Tragfähigkeit ist zu wenig. 13, soll ich doch die 12er nehmen? 12,3, 15 ist zu viel. Und da kommen wir nicht hin. Das heißt, ich komme gerade nicht drum herum. Ich nehme erstmal diese hier mit 12,7 Kilo. Auf Nummer sicher. Das Teil ist erstmal jetzt gekauft, wo ich gerade schon dabei bin. Ich glaube, ich brauche auch noch mal ein paar Posen. Klassische Pose, jawohl, ich nehme hier die ganz einfache. Eine ist mir schon abhanden gekommen. Beziehungsweise ich sehe, mir sind schon zwei abhanden gekommen. Kaufen wir die noch mal eben nach. Zack, zack, zack. Auch bei den günstigen Haken. Ich bin immer noch bei den relativ günstigen Haken unterwegs. Gerade auch hier mit dem Stippen, weil ich eben noch nicht so die Skills habe und einfach vermute, dass mir öfters mal was abreißt, gönne ich mir jetzt momentan erstmal nur das ganze günstige Zeug. Hier fehlt auch schon einer. Nicht genug Münzen, ich bin pleite. Leck mich fett, Alter. Das ist ja lange nicht mehr passiert. Ich bin pleite, ihr Lieben. Ich habe mich komplett verausgabt. Heißt also, ich muss jetzt hier erstmal am Voltio ein bisschen was stippen. Guck mal da, zwei liegen sogar schon draußen. Ich war gerade noch so ein bisschen hier auf Laube und sowas. Jetzt allerdings mit der neuen dicken, fetten Stippe bauen wir die auch mal direkt zusammen. Hier ist der Gerät. Angelschnur drauf. 12,7 Kilo. Ballern wir mal. Einfach das Teil. Nee, Moment. Das Teil hier drauf. Vorfach brauchen wir nicht, weil das ist ja Fluorocarbon. Dann nehme ich hier jetzt mal so einen entspannten 12er Haken und eine Made. Und dann benutzen wir das Gerät. Guck mal, da vorne, da zuppelt es schon. Auf der 2. Ich habe die, die Routen ja hier, das sind ja hier noch die Haselnussrouten vom Weihnachtsmarkt. Ich habe die Posen, den Routen, also die Posenfarben, den Routen zugeordnet. Das heißt also, ich habe immer die gelbe, also farblich, farbschemamäßig aufsteigend von ganz hell auf der 1, gelb auf der 2 und dann rot auf der 3, dass ich das blind auch dann irgendwann auseinanderhalten kann. Nehmen wir die mal eben raus. Was heißt blind? Aber ich muss da nicht lange rätseln, welche Pose dann gerade untergeht. Ja, das Ding ist schon wahnsinnig dünn. Das Teil ist schon wahnsinnig dünn. Von der Länge mit 6 Meter bin ich echt zufrieden. Das fühlt sich sehr, sehr gut an. Und von der Aktion. Tja, jetzt ist natürlich echt die große Frage. Was geht dran? Beziehungsweise eigentlich bräuchte ich jetzt irgendetwas, was so ein bisschen mehr Schmackes hat, ne? Irgendwas dickes, fettes. Vielleicht gehe ich gleich nochmal rüber. Mit einem Tauwurm oder so. Irgendwas, was richtig Gewicht hat. Wir haben 15, 16 Uhr jetzt gleich. Zack, da geht was runter. Da habt ihr es schon gesehen. Die geht tatsächlich eine Laube drauf. Auf dem 12er Haken. Aber die Reaktionszeit, bis ich diese lange Route von 6 Metern, bis ich die angehoben habe, das dauert halt. Also nicht nur die Route, zack, da haben wir es schon wieder. Nicht nur die Route, sondern eben auch die Schnur. Da sind ja jetzt 6 Meter Schnur im Wasser. Das heißt, ich könnte ja theoretisch, damit ich hier einen schnellen, wenn ich weiß, da zuppelt es jetzt ratzfatz, dann muss ich, ist da was dran? Da ist schon was dran. Zack, sofort. Was das war? Leute, das Stippen, das wird wild. Das heißt, diese 6 Meter Schnur von einer 6 Meter Stippe,
die muss man halt auch erstmal bewegt bekommen. Und ich glaube, da macht es dann auch wirklich Sinn, auf Fische zu gehen, die mehr abgehen. Wo man sagt, alles klar, bäm, der beißt da jetzt gerade rein, der zieht auch jetzt ab. Und dann kann man dann schön warten, zack, ist wieder viel zu früh. Wieder warten, dass da der Anschlag, dass man den dann schön setzen kann. Auf diese kleinen Lauben und sowas macht es eigentlich in meinen Augen mehr Bock und auch mehr Sinn, mit etwas kürzeren Stippen, kleineren Stippen zu gehen. Zack, zack, einfach sofort den Anschlag. Und man sieht auch sofort, wenn die Laube da ankommt. Ja, Leute, ich muss jetzt hier stippen. Gucken wir mal eben nach dem dicken Fetten. Ich hoffe, da beißt gleich was. Und ich bin sehr gespannt, wie das hier weitergeht mit dem Stipp-Account. Tja, was der noch so rauszieht und wie sich das alles entwickelt. Wie gesagt, für mich ganz neues Thema. Stippen super spannend, aber auch immer mal wieder frustrierend. Und zwar richtig frustrierend. Zack, und dann ist er direkt runtergegangen. Ja, ihr Lieben, ich werde jetzt hier ein bisschen rumprobieren und rumstippen. Werde hier verschiedenste Köder jetzt ausprobieren. Es fühlt sich tatsächlich ganz gut an. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, auf was ich hier gehe. Vielleicht gibt es ja hier tatsächlich am Volcho noch eine Stelle für Brasse oder sowas. Brasse jetzt in der Nacht wäre doch nicht schlecht. Die hätte zumindest auch ein bisschen was an Gewicht. Und das wäre für mich auch der nächste Zielfisch, speziell fürs Stippen. Allerdings eher an der Festung, weil ihr seht, hier am Volcho ist ständig Strömung, egal wo man steht. Es geht immer da in Richtung Eisenbahnbrücke und zack, jetzt ist die Schnur stramm. Das heißt, hier müsste man immer wieder ein bisschen zurückziehen und so. Und das ist natürlich ein bisschen nervig, ein bisschen störend. Also demnächst mit der Stippe an der alten Festung. Allerdings werde ich jetzt erstmal noch ein bisschen wieder Gas geben am Belaya. Und da schließt sich der Kreis wieder. Am Belaya erstmal die Kohle machen. Zack, 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 zack auf Spinning. Dann wieder rein investieren hier die Kohle in die nächsten Stippen. Und wenn ich die drei dann hier zusammen habe in dieser Gewichtsklasse, ja, dann geht's auf Brassen, Schleien, gerne auch kleine Karpfen oder sowas. Gucken wir mal, was es dann mit den Stippen noch für wilde Fische gibt. Bis dahin, Petri zusammen, zieht raus die Brocken, lasst die Ruten ganz und ja, bis zum nächsten Mal.